So, herzlich willkommen zurück zu Alleine unter Wikingern oder ähnlichem. Ich bin mir da immer noch nicht so hundertprozentig sicher. Ja, in der letzten Folge haben wir ja eine Peter-Dame gelegt. Ich habe da hinten inzwischen auch ein Feuerchen hingebaut. So, ich habe beschlossen, immer in der Nähe von dem Schiff lasse ich mir im Zweifel ein Lagerfeuer stehen. Ja, und diese kleine Peter-Dame dürfte demnächst aufstehen. Ich habe sie hier schon gegen Dilos verteidigt. Inzwischen habe ich auch, ich habe irgendwas weggeworfen. Ah, inzwischen habe ich auch Kram gesammelt, indem ich Schildkröten so getötet habe, dass ich, hier haben wir den Kram wieder hier, dass ich mir den Petersattel gleich bauen kann. Das kann ich ja so lange mal machen hier. Damit die kleine Peterdame auch gleich einen Sattel kriegt. Die ist so, ich finde sie echt hübsch. Ne? Ihr seht, sie steht gleich auf. Ich finde sie echt hübsch, ne, so. Schwarzes Köpfchen. Also der Kamm und so schwarz. Der Rest sehr, sehr, sehr rot. Also ich finde sie sehr, sehr hübsch. Das war doch eine gute Idee, hier nochmal herzukommen. Und eigentlich war er auf der Suche nach dem grasgrünen 38er, den ich seitdem auch nicht mehr gesehen habe. Keine Ahnung, wo der hin ist. Aber diese rote 60er-Dame ist natürlich echt... Oh. Oh, das nenne ich ja mal Verlieferung Freihaus hier. Ja, den hole ich mir dann gleich. Na komm. Beiß noch mal rein in das Fleisch. Ich habe mir natürlich in dem Lagerfeuer auch gleich Fleisch durchgebraten, ne? Ist ja klar. So. Ups, Feuer löschen. Jetzt ist sie aufgestanden. Hallo Kleine, na? Mal ehrlich, die Dame ist doch hübsch, die ist doch bildhübsch. Jetzt ist nur da hinten der Trike im Weg. Trike, nimm mal deinen Schwanz aus dem Bild, bitte. Ach. Super, jetzt fliegt sie. Aber das heißt, sie folgt mir, so. Abpfeifen. Dann müsste sie jetzt irgendwo landen. Oder hier rumschweben und ich müsste dann... Wo ist sie gelandet? Da hinten. Ah, sie landet beim Feuer. Das ist natürlich auch nett. Gut, dann gehen wir hier mal kurz hin. So. Dann schauen wir doch mal. Du bist doch eine bildhübsche. Eine bildhübsche bist du hier. Ganz eine hübsche. So, und jetzt kriegst du, guck du, ich habe dir auch einen Sattel gebaut. Wer trampelt hier rum? Ein Ovi. Okay, Ovi ist nicht so schlimm. Ich habe dir auch einen Sattel gebaut, damit ich dich jetzt dann gleich fliegen kann. Na, ist doch toll. Und wir gehen mal kurz da direkt das ausprobieren und fliegen dazu im Lootstrahl hoch. Der müsste ja inzwischen eigentlich unten sein, genau. Ja, schauen wir mal, was ist denn da so drin? Ach, guck mal, eine komplette Lederrüstung. Kann man brauchen. Sowas kann man brauchen. Nehmen wir mit. So. Oh, die Werte habe ich mir noch gar nicht angeguckt. So, schauen wir mal. Was hast du denn für Werte bekommen, Kleine? 700 Gesundheit. Ist noch nicht so schlecht. Ist immerhin Level 88 geworden. Nahrung. Gewicht 204 ist jetzt auch nicht so doll. Das ist ein Nahrungsmonster. Ausdauer 84. Oh, der Nahkampfschaden mit 240 natürlich echt heftig. Mal ein kleines Kampfmonster bekommen, eine Kampfmaschine. Ja, dann würde ich sagen, du folgst mir mal. Und du auch. Und dann gehen wir wieder heim. Was hab ich denn da gerade flitzen sehen? Oh, ich weiß nicht. Dann bringen wir mal unseren großen Trike nach Hause. Vielleicht nochmal durch so ein paar Büsche rennen da oben. Und dann, ja, können wir den ersten fliegenden Ausflug machen. Also einen echten Ausflug. Entschuldigung. Und dann können wir uns ja mal ein bisschen näher umschauen. Vielleicht auch mal endlich nach Kristallen sowas suchen, ne? Was wir ja bisher noch so gar nicht haben.
Langsam wird er voll, der Dicke. Ach komm. Sortiert euch selber, ich denke, du bist langsam voll. Was haben wir da vorne? Dodos. Ja, Dodos könnte der Peter auch tragen, ne? Die Peterine. Aber ja. 26. 16, naja. Interessant wäre es dann auf jeden Fall auch irgendwann mal einen Agentavis zu zähmen, was ja jetzt theoretisch möglich ist mit dem Peterchen, das wir da einfinden. Und dann können wir uns da auch mal aufmachen und mit einem Agentavis kann man dann einen Biber holen, den im Zähmkäfig fallen lassen und all solche Scherze, was ja bisher einfach noch nicht geht. Level 2. Ja, nee. Wie groß bist du? 13. Kriegst also nicht direkt einen Kumpel dazu. So. Tu du mal landen. Du bleibst auch mal hier stehen. Oder ich lande dich mal selber. Komm. Hast schon Level bekommen. Cool. Hast du schon Level bekommen? Das finde ich echt cool. Warte mal, wenn ich mich da raufsetze. Landen, dann ist das Gewicht jetzt schon auf halb. Das heißt, die Kleine braucht unbedingt Gewicht. 200 ist halt echt wenig, ne? So. Würdest du bitte aus meinem Haus raus? 79er? Naja, aber ich habe ja eigentlich schon einen. Ich habe ja einen. Der ist ja auch ganz lieb hier, ne? So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das und das nehmen wir mit. Da noch irgendwo Gammelfleisch, jawohl. Oder ist auch noch mehr Fleisch. Gib mir doch mal so ein Fleisch. Geht kaputt in 4 Minuten, dann zerlegen wir das noch. Ne. Mann, ist hier voll an meinem Haus, sag mal. Ein weiblicher Brontosex. Ich tipp gleich wieder Kill ein. Das ist so nervig mit diesem Bronto hier vor der Haustür. So, wollen wir doch mal gucken. Stell mal direkt 10 her. Hast du auch wieder ein bisschen was für mich? Ach, guck mal, du hast ja auch schon mal wieder gut angesammeltes Fleisch. Die auch direkt herstellen. Wir brauchen wir. Aber habe ich irgendwo schon einen Kleiderschrank? Ich glaube, ich habe noch keinen wirklichen Kleiderschrank, oder? Ah, am ehesten noch hier. Oh Gott, hier ist ja alles drin. Warum ist denn hier Leder und Werkzeug und alles drin? Leder mal rausnehmen, das auch. Komm, nehmen wir mal alles raus außer Werkzeugen zu und legen hier mal die Lederrüstung dazu. Dann haben wir mal eine komplette Lederrüstung auf Reserve. Sowas ist nie schlecht. Ach, hier ist Holz drin. Hm, okay. Ich habe zu wenig Schränke. Holz, Stroh, Level, huh? Sein Eider. Ich tue das mal noch weiter vorne, dass ich das eher sehe. So. Du noch irgendwas für mich? Ich glaube nicht, gell? Nee, du hast Narcotics dabei. Das ist aber nicht schlecht, wenn wir Narcotics dabei haben gleich. Hm. Das da raus. Davon habe ich keinen ganzen Stack mehr dabei. War das mal da? Die haben wir im Zweifel schnell neu gesammelt. So, zack. Lass doch mal das ganze Leder da. Das Keratin, das Eisen. Ich mache jetzt hier gerade so einen Kruschschrank in dem Fall hier raus. Erstmal. Weil ich halt noch ein paar Schränke bauen muss, ne? Hilft ja nichts. So. Oh, habe ich da eigentlich Stroh drin? Ja, ich nehme mal 100 Stroh wieder raus. Oh, Bronto.
Das ist so nervig mit diesen Bronto-Viechern. Ach, schau mal, einer guckt, das hat sich ja richtig gelohnt hier schon. Das hat sich ja schon richtig gelohnt hier. Nehmen wir mal einen Dünger raus. Oder nehmen wir mal beide Dünger raus und packen die erstmal woanders hin. Wo war der Kuhschrank? Du warst der. Nee, du warst der Holzschrank. Du warst der Kuhschrank aktuell, gell? So, und ich habe auch ein Level gemacht. Was könnte ich denn gerade brauchen? Also außer am Bronto weniger hier. Hm. Halt mal nochmal noch Ausdauer. Ausdauer ist nie schlecht. So, du hast Fleisch dabei, denke ich. Na, dann würde ich sagen, ich bring dich noch kurz in Sicherheit. In die Sicherheit hier rein. So. Habt euch lieb, ihr zwei. Seid ihr einigermaßen sicher? Das Ding, ne? Hab ich ihn ja. Nehme ich auch wieder mit und werf's noch kurz weg. Ovi. So. Wem braucht das noch 4 Sekunden? Ach, super. Dann lassen wir die auch noch da. So. Und du baust nochmal 16 Stück in der Zeit. Und dann machen wir jetzt endlich, upala, endlich mal das, was wir schon länger machen wollten, nämlich einen kleinen, ach guck mal, einen kleinen Ausflug. Und schauen uns hier ein bisschen mehr näher um auf der Karte. Mach mal die Warteschlange leer, das machen wir später. Schnell dürfte das Zeug auch nicht vergammeln, hoffe ich. Aber dann kriegen wir die XP noch ab. So, ein Level 90 Peter. Der hat sich doch, ich finde, es hat sich gelohnt. Ja, da unten ist meine Hütte. Wir haben hier Mass, also Eisen. Was Eisen angeht, habe ich einen echt guten Startpunkt befunden. Also Eisen ist hier schon mal super. Ich weiß jetzt nur nicht, wie es hier mit Dingens aussieht. Mit Kristallen. Da habe ich hier nämlich gerade keine bislang in Sicht. Stegos, ganz viele. Das ist die Dreiergruppe Brontos. Die sind gerade auf dem Weg zum Junggesellenabschied. Mal kurz landen hier. Beste Ausdauer hat er auch noch nicht, ne? Was hast denn du nochmal Ausdauer? Ausdauer müssen wir auch noch ein bisschen Level reinstecken. Ja? Was ist da unten geflattert? Ach, auch Peters, okay. Na, Peter haben wir jetzt einen. Ich brauche auch nicht so viele davon, weil ich bin ja auch nur alleine hier unterwegs. Ganz alleine und verlassen. Ich bin mal schon sehr einsam hier. Und ich weiß, mein Haus ist auch noch nicht wirklich das Hübscheste, aber es ist bisher erstmal ein zweckmäßiges Haus. Ich dachte gerade, hier ist voll die Blutlache. Ein zweckmäßiges Haus und das müssen wir dann irgendwann mal verbessern. Oder auch aufhübschen. Oder wir ziehen dann mal irgendwann um, wer weiß. Und haben dann ein hübsches Haus irgendwo anders. Hm.
Können wir mal spaßeshalber da Richtung Schnee hoch. Oh, ich sollte aber irgendwo nochmal zwischenlanden. Zwischenlanden hier gerade eine gute Idee. Da rennt ein Galli weg. Gucken wir mal, ob ich hier oben drauf zwischenlanden kann. Jawohl. Oh, guck mal, ein Rex. Und was ein hübscher. Er findet mich auch sehr ansprechend. Ich glaube, der hat zwar schon im Kopf die Rezepte gehabt, so sie hier durchgegangen ist. So, zweimal links kauen, einmal rechts kauen. Yum, 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 yum. Der sieht lecker aus. Hühnchen. Oh, 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 Kristall. Hier hat's Argentavis, Mammuts, einen Schwung Wölfe, allerdings nichts direkt hier in der Nähe. Also kann ich ja mal riskieren, dass ich hier lande. So. Dich mal kurz auf passiv pfeifen, dass du nicht einfach abhaust. Ich hab Kristall gefunden. Ich baue mir gleich ein Fernrohr. Noch irgendwas Schickes? Da ist noch ein Kristall. Kann ich das Fernrohr eigentlich schon? Nein. Ein Zielfernrohr, das ist ein bisschen übertrieben. So, Fernrohr. Fasern, Tierhaut, Holz. Ja gut, das habe ich natürlich jetzt wieder alles nicht mit, aber das heißt, wenn wir von unserem Ausflug zurückkommen, kann ich mir jetzt endlich ein Fernrohr bauen. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Das ist auch echt hübsch hier. Ich kapiere nur diese Bronto-Rudelknoten noch nicht so ganz. Aber die scheinen hier auch in zu sein. Oh, sehr, sehr schön. Oh, da hat's Biber. Hier hat's Biber. Die Stelle muss ich mir merken. Die Stelle muss ich mir merken. Hier hat's Biber. Hat's auch Biberdämme? Also einen Biberdamm sehe ich gerade keinen, aber ich muss mir hier die Stelle wegen Bibern merken. Sehr, sehr cool. Bleib mal kurz hier hängen. Na, das ist doch echt mal, das ist auch ein hübsches Bild wieder. Da weiß man wieder, oh, sag mal, ich kann durch den Wasserfall durchgucken. Wenn ich durch einen Wasserfall durchgucken kann. Hier könnte man kleine, das ist ja mal, es ist keine große Höhle, es ist nur so ein mini kleines Höhlchen mit einem, also hier könnte man aber auf jeden Fall mal versteckt irgendwas drauf hinbauen, dass man hier so ein kleines Lager hat in dieser Höhle. Auch hübsch. Auch sehr, sehr hübsch. Dreh dich mal um. Flump. Na? Das ist doch auch mal sehr, sehr hübsch wieder hier. Bah, ich sehe schon wieder. Ich habe schon wieder viel zu viele Bilder nachher und muss mich wieder entscheiden, was davon irgendwann vielleicht mal das Bild für die Folge wird. Aber langsam fange ich an, die Karte auch zu mögen. Immerhin kann ich mich jetzt auch umgucken hier. Und gefällt mir echt gut, was ich hier so sehe. Doch. Ich glaube, die Karte war die richtige Wahl. Bisher habe ich es ja nur gewählt, weil, ja, halt mal auch was anderes sehen wieder, ne? Die Island mag ich irgendwie nicht so wirklich. Das Center, ja, haben wir in unserem anderen schon, in dem Let's Arc Together, auch wenn wir das aktuell sehr kurz kommt. Fangen wir vielleicht auch mal wieder mehr mit an. Und es spielen sehr viele Center und deswegen haben wir gedacht, komm, ich nehme mal wieder eine andere Karte. Und bin bei Valhalla als eine große Karte gelandet, auf der ich noch sehr viel, also ich kenne mich hier null aus, ich muss hier sehr viel entdecken.
Aber ich denke halt auch, es lohnt sich hier. Es lohnt sich halt einfach. Es ist eine schöne Karte. Und ja, ich mache mich jetzt wieder auf dem Heimweg und werde mir dann bis zur nächsten Folge auf jeden Fall ein Fernglas bauen, damit wir damit was zu anfangen können. Und mal schauen, was ich noch zwischen den Folgen wieder erledige. Mal sehen. Ja, langsam wird es ja hier, ne? Kann man ja so sagen. Langsam wird es. So, in diesem Sinne also viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Däumchen wären Träumchen. Und ja, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß und macht's gut. Tschüss.